Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ringvorlesung Anthropocene Matters. Und ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, ein wenig beiläufig hat Bernd Scherer in seinem Vortrag in der vergangenen Woche die Behauptung aufgestellt, dass die Philosophie des Pragmatismus jene Denkweise sei, die dem Anthropozän angemessen ist. Und ich vermute sehr, dass das eine Aussage ist, die unser heutiger Gast emphatisch bestätigen wird, denn Tanja Bogus hat wie keine zweite deutsche Soziologin das Denken des Pragmatismus aufgegriffen und im Angesicht der Herausforderungen der Gegenwart in Stellung gebracht. So hat sie sich in ihrer 2018 bei Campus erschienenen Habilitationsschrift mit dem Titel Experimentalismus und Soziologie insbesondere mit dem Denken John Deweys auseinandergesetzt, um dadurch eine grundlegende Umstellung des soziologischen Forschungsprogramms vorzunehmen. Eine Transformation des Fachs von einer Krisenwissenschaft in eine Erfahrungswissenschaft. Was das bedeutet, kann man sich vielleicht dadurch klar machen, dass dabei vor allem ein Wandel der Beziehung zum Forschungsgegenstand auf dem Spiel steht. Also die Soziologie soll keine distanzierte Beobachterin der Moderne sein, sondern sie soll als Teil der von ihr untersuchten Felder agieren. Sie soll die Erfahrungen der Akteure im Feld dahingehend ernst nehmen, als durch diese Erfahrungen neues Wissen hervorgebracht wird. Ein Wissen, das die Soziologie dann aus dem Feld reflektierend bergen und für gesellschaftliche Problemlösungen aufbereiten soll. Tanja Bogus entwickelt auf diese Weise das Programm, so möchte ich das mal nennen, einer involvierten Soziologie. Und in dieser involvierten Soziologie, das zeigt sie, ist das Experiment der Modus operandi eines prüfenden Vorwärtstastens in Situationen unhintergehbarer Ungewissheit. Und nach allem, was wir, glaube ich, bereits in dieser Vorlesung gehört haben, erscheint es doch plausibel, dass das ein Forschungsprogramm ist, das dem Anthropozän entspricht. Wenn Sie in die Veröffentlichungsliste von Tanja Bogus schauen, dann sehen Sie schnell, dass unser Gast schon vor ihrer Habilitationsschrift maßgeblich zu einer pragmatistischen Soziologie gearbeitet hat. 2013 hat sie ein viel beachtetes Schwerpunktheft mit dem Titel Wozu Pragmatismus im Berliner Journal für Soziologie mit herausgegeben. Und 2010 hat sie bereits ein Einführungsbuch in das Werk Luc Boltanskis veröffentlicht, dessen Soziologie der Rechtfertigung zu den wichtigsten Ansätzen der Gegenwart zählt, die an den Pragmatismus anknüpfen. Wenn ich unseren Gast nun auf diese Weise vorstelle, könnte der Eindruck entstehen, dass wir es mit einer soziologischen Theoretikerin zu tun haben. Und dieser Eindruck ist natürlich überhaupt nicht falsch, aber er ist doch unvollständig. Denn Tanja Bogus hat nicht nur über das Feld der Feldforschung theoretisiert, sie hat zugleich immer auch Feldforschung betrieben und beides ganz eng aufeinander bezogen. Aktuell ist gerade ein Aufsatz von ihr mit dem programmatischen Titel erschienen, Fieldwork in the Anthropocene on the Possibilities of Analogical Thinking Between Nature and Society. Und in diesem Aufsatz bezieht sie sich auf Feldforschung, die sie am Pariser Nationalmuseum für Naturgeschichte durchgeführt hat. Und zwar in der Abteilung, die für Taxonomien von Meereslebewesen im Kontext der Biodiversitätsforschung zuständig ist. Und diese Feldforschung hat sie als Soziologin unter anderem auch in die Gewässer vor Papua-Neuguinea geführt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ausgehend von dieser Erfahrung erkundet sie in dem genannten Aufsatz die Möglichkeiten der interdisziplinären Kollaboration zwischen Natur- und Sozialwissenschaften, die im Anthropozän, das hatten wir nun schon mehrfach hier gehört, ja so sehr gefragt sind. Nicht zuletzt möchte ich hervorheben, dass sich diese Nähe zur Feldforschung auch in einer disziplinären Annäherung von Soziologie und Ethnologie niederschlägt. So
So hat Tanja Bogus ihre Karriere als Promovendin zwischen 2004 und 2005 bei Wolf Lepenies in Berlin und dann als Mitarbeiterin bei Hartmut Rosa in Jena begonnen. Ab 2008 war sie dann Assistentin in der europäischen Ethnologie an der Humboldt-Universität. Nach ihrer Arbeit am Centre Marc Bloch hat sie 2015 eine Gastprofessur erneut in der europäischen Ethnologie an der HU inne, bevor sie ab 2016 eine Gastprofessur in der Soziologie wieder an der Uni Kassel hatte. Seit dem letzten Jahr ist Tanja Bogus an der Universität Hamburg, wo sie ein DFG-Projekt leitet mit dem Titel Experiencing Nature in Society, a Multi-Sited Ethnography on Marine and Ethnographic Field Sciences. Und hier treibt sie, wie der Titel schon anklingen lässt, ihr Vorhaben weiter voran, die Feldforschung als eine Schnittstelle auszugestalten, an der interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich ist. Und ich glaube, in diesem Kontext steht auch der heutige Vortrag. Der Titel lautet Meeresforschung im Anthropozän, kollaborative Wissenstransformation zwischen Natur und Gesellschaft. Tanja, wir freuen uns, dass du die Einladung nach Marburg angenommen hast und sind ganz gespannt auf den Einblick in deine aktuelle Arbeit. Ganz herzlichen Dank, lieber Sven, für diese sehr freundliche und ausführliche Einleitung und Vorstellung in meine Arbeit. Und ich freue mich auch sehr, auch Herrn Schröer möchte ich danken über diese Einladung, hier bei einem Studium Generale Programm mitwirken zu dürfen zu dem wichtigen Thema Anthropocene Matters. In der Tat kann ich dieses Ausrufezeichen, was dahinter steht, auch nur unterstreichen. Und hoffe, dass ich Ihnen mit meinem Beitrag heute einen interessanten Einblick geben kann in einen Bereich der Forschung über das Anthropozän, der vielleicht bislang in der Vorlesungsreihe noch nicht so stark in den Blick genommen wurde, und das ist die Meeresforschung. Es liegt natürlich nahe, da wir hier uns in Marburg befinden und nicht in Kiel oder in Bremen, dass die Meeresforschung vielleicht nicht ganz oben aufliegt. Dennoch wissen wir alle, wie wichtig das Meer für das Leben auf der Erde ist. Und auch aus diesem Grunde, denke ich, ist es auch für Marburger Verhältnisse ein wichtiges Thema. Mein Vortrag ist in vier Teile aufgeteilt. Ich beginne zunächst mit einer kurzen Einleitung, um Sie ein bisschen einzustimmen in die Frage, warum Meeresforschung, worum geht es da eigentlich, warum als Soziologin Meeresforschung betreiben. Das liegt ja auch erstmal nicht unbedingt auf der Hand, denn bisher lag die Meeresforschung ganz eindeutig im Sektor der Naturwissenschaften. Dazu bedarf es doch noch einiger Anmerkungen. Dann möchte ich etwas zur Transformation von Mensch-Meeres-Beziehungen sagen. Das schließt dann direkt an das vorherige Thema an. Sven Opitz hat bereits einige Worte zu dem von mir entwickelten soziologischen Experimentalismus gesagt, wie ich es nenne. Den möchte ich Ihnen heute nicht theoretisch vorstellen, sondern ganz konkret entlang meiner empirischen Studien, von denen Sven ja auch schon einige aufgezählt hat. Und schließlich werde ich am Ende sehr kurz auf einige Konsequenzen eingehen, die sich meines Erachtens daraus für die Gesellschaftsanalyse ergeben. Der Begriff des Anthropozän, der ja hier im Titel der Ringvorlesung steht, ist als solcher, denke ich jetzt für Sie nach, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, ich glaube 3 oder 4 oder mehr Vorlesungsveranstaltungen, sicherlich schon relativ deutlich definiert. Deswegen will ich ihn jetzt auch nicht per se nochmal neu definieren. Ich möchte aber zumindest anmerken, und das ist vielleicht auch schon diskutiert worden, dass der Begriff selbst ja durchaus auch umstritten ist, auch in der soziologischen Debatte und in der öffentlichen Debatte. Und damit meine ich jetzt nicht umstritten von Seiten derjenigen, die meinen, dass Klimawandel und Biodiversitätsverlust eine reine Erfindung wären, sondern durchaus auch innerhalb wissenschaftlicher Diskussionen, beispielsweise eben in den Sozialpolitikwissen und Politikwissenschaften. So gibt es eben Positionen, beispielsweise von Jason Moore, einem US-amerikanischen Denker,
der sagt, das Anthropozän sei eigentlich kein adäquater Begriff, weil in dem Begriff selbst ja schon der Mensch wieder im Mittelpunkt steht, also der Mensch als Ganzes, als eine Spezies sozusagen, die, deren Einfluss auf das Geschehen des planetarischen, der planetarischen Erdentwicklung so massiv ist, dass er sozusagen der Kernfaktor geworden ist. Gerade marxistische Kritikerinnen meinen, man müsste eigentlich eher vom Kapitalozän sprechen, nämlich in der Annahme, dass der Kapitalismus, also eine bestimmte Staats- und auch Wirtschaftsform dafür verantwortlich ist, dass die Natur heute in einem Zustand ist, in dem sie sich eben befindet. Es gibt weitere Vorschläge zu einem Erdzeitalter, eine Definition zum laufenden Erdzeitalter zu liefern, die ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten möchte. Ich möchte Ihnen aber erläutern, warum ich selbst ganz der Meinung bin, wie auch hier die Veranstalterin dieser Ringvorlesung, dass das Anthropozän doch ein nicht nur zutreffender, sondern auch sehr sinnvoller und nützlicher Begriff ist. Und zwar insbesondere dann, wenn es um die Zusammenarbeit geht zwischen Natur- und Sozialwissenschaftlerinnen. Denn der Begriff des Anthropozän ist nicht nur eine interessante geologische Beschreibung des laufenden Erdzeitalters. Er bezeichnet zugleich etwas, was sowohl von Naturwissenschaftlern als auch von Sozialwissenschaftlern aktuell durchaus als ein Konzept für gesellschaftliche Zustände, sozialökologische Zustände durchaus brauchbar ist. Und das ist wichtig, wenn wir, wie ich es eben betreibe und was ich Ihnen ja auch heute noch genauer vorstellen möchte, enger mit den Naturwissenschaften zusammenarbeiten wollen, dann brauchen wir solche Konzepte. Häufig heißt es ja, die Zusammenarbeit zwischen unseren großen Disziplinenfamilien scheitert schon manchmal an Begriffen, an der Sprache, an dem wechselseitigen Verständnis. Und insofern sind solche Begriffe eben schon auch sehr wichtig. Warum ich Ihnen jetzt hier aber auch noch diese nette Grafik von Occupy Wall Street anführe, hängt natürlich damit zusammen, dass Sie hier eine Menge Marina-Spezies sehen, die ganz empört aufschreien und sagen, Hallo, we are the 97%. Also die Meereswesen, die Meeresorganismen sind eben maßgeblich damit mit dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel Sauerstoff einatmen und dass wir uns hier in diesem, auf dieser Erde einigermaßen gut bewegen können. Phytoplankton alleine ist für 50% der Produktion des Sauerstoffs auf der Erde verantwortlich. Und wenn es dem Meeresphytoplankton nicht gut geht, dann hat das Konsequenzen für alles Leben auf der Erde. Von hier möchte ich jetzt einen kleinen Sprung machen in meiner Einleitung, denn das eine ist ja, über bestimmte Konzepte zu sprechen, wie zum Beispiel das Anthropozän und daraus eine allgemeine Ableitung zu treffen über gegenwärtige Gesellschaftszustände oder auch Natur- und Gesellschaftszustände. Das andere ist, und das gehört eben auch zu unserer gegenwärtigen Zeit, dass Natur- und Gesellschaftsbeziehungen sich zumindest in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zunehmend als polarisierte Beziehungen darstellen. Das heißt, die Annahme beispielsweise, dass eine sozialökologische Transformation notwendig ist, um dem Anthropozän sinnvoll zu begegnen, wird nicht von allen geteilt, sondern geht ja auch einher mit ganz fundamentalen Transformationsanforderungen an bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Fischer. Und ich bin jetzt gerade nach 2 Monaten Feldforschung zurückgekehrt, wieder nach Deutschland. Ich war jetzt gerade 2 Monate in der Bretagne und habe dort die älteste meeresbiologische Station der Welt ethnographiert, die Station Marine in Concarneau. Concarneau liegt ganz weit im Westen der Bretagne, im Südfinistère. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Ort von den Kriminalromanen eines gewissen Autors, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt. Er ist aber so bekannt, dass man, wenn man nach Concarneau kommt und in einen Buchladen geht, sofort
dessen Romane, und zwar sogar auf Deutsch, findet, wie ich zu meinem Entsetzen feststellen musste. Concarneau hat also die älteste meeresbiologische Station. Diese Station wurde 1859 gebaut, im gleichen Jahr, wie Charles Darwin seine Entstehung der Arten veröffentlicht hat. Und als ich mich nun also diese 2 Monate im Rahmen meines Forschungsprojektes, das ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, in Concarneau aufgehalten habe, fand wenige Tage nach meiner Ankunft das hier statt, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. Es handelt sich hier nicht um die Rentenproteste, die sich seit mehreren Wochen und Monaten ja gegen die Regierung Macron in Frankreich entfachen. Das haben Sie sicherlich verfolgt in den Medien. Sondern hier geht es um einen Protest gegen das nationale Biodiversitätsbüro in Brest, also eben in der Bretagne. Und dieser Protest ging von großen Fischereiorganisationen aus. Das Schockierende, Sie kennen das sicherlich, in Frankreich brennt es immer mal gerne, die Gilets jaunes waren ja hier auch viel in den Medien, die Gelbwestenbewegung. Bei diesem Feuer entzündete sich, sprang ein Funke auf den Dachstuhl dieses schönen alten Gebäudes in Brest über und der Dachstuhl ist ausgebrannt. Und wir haben es also hier mit einer extremen Konfrontation zu tun zwischen Belangen, die auf Seiten der Fischer formuliert werden. Warum haben sie überhaupt so krass reagiert? Anlass war, dass die Regierung Macron entschieden hat, dass die Umsetzung der Meeresschutzzonen an der Küste, an der atlantischen Küste, mehr oder weniger von heute auf morgen durchgesetzt werden sollte, ohne Monitoring-Prozesse gemeinsam mit den Fischereiorganisationen. Allerdings, nachdem schon sehr lange angekündigt wurde, dass diese Meeresschutzzonen eingerichtet werden sollen, Und hier ja, hat sich eben der Protest auf diese Art und Weise entfacht, buchstäblich. Das heißt, wir haben es hier mit einer Konfrontation zu tun, tatsächlich, zwischen den großen Feldern Gesellschaft und Natur. Bruno Latour hat sehr viel zu diesem Konflikt geschrieben, insbesondere in seinem Spätwerk. Er ist ja leider vor einigen Monaten verstorben. Hat er sich darüber Gedanken gemacht, inwiefern diese verschiedenen Konfliktlinien und Konfliktfelder eigentlich aufzubrechen wären. Denn natürlich muss eine sozial-ökologische Transformation auch durch gesellschaftliche Produktionsprozesse sich realisieren. Andererseits muss man diese Prozesse aber auch vernünftig organisieren. Und wie kriegt man nun dieses Dilemma eigentlich in den Griff? Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, es gibt natürlich sehr viele, wir können als Sozialwissenschaftlerin Gesellschafts- und Strukturanalysen machen und Ähnliches. Mein Ansatz speist sich aus der Wissenschafts- und Technikforschung. Ich komme also sozusagen neben den theoretischen Hintergründen, die Sven gerade aufgeführt hat, also insbesondere der US-amerikanische Pragmatismus, aber auch Pierre Bourdieus Praxistheorie, bei dem ich ja auch studiert habe, bin ich eben sehr, sehr geprägt durch die Erforschung der Wissenschaften selbst. Und das ist ein Konzept oder ein Ansatz, den Sie vielleicht hier auch schon kennengelernt haben. Das ist eine Bewegung, die sich Science and Technology Studies nennt und die seit 40, 50 Jahren insgesamt jetzt sich etabliert hat in der internationalen Diskussion. Und das bedeutet eben, dass wir aus sozialwissenschaftlicher Perspektive schauen, wie entwickeln sich eigentlich die Wissenschaften und wie ist die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Denn früher war das ja ein bisschen eine Blackbox, was so in den Wissenschaften passiert ist, insbesondere eben in den sogenannten harten Wissenschaften. Spätestens seit der Pandemie wissen wir, wie wichtig die Wissenschaften sind und wie sehr sie auch gesellschaftliche Prozesse beeinflussen können. Und insofern hat das für die Soziologie eben auch eine unglaublich spannende Grundlage, also diese Beziehung genauer in den Blick zu nehmen. Warum ist das wichtig im Anthropozän? Die Ausrufung des Anthropozän selbst stammt ja von Wissenschaftlern, nämlich von den beiden Geologen Paul Krusen und Edgar Stormer, also zwei Naturwissenschaftler, die mit diesem Begriff
sozusagen schon gleich eine Art Gesellschaftsdiagnose geliefert haben, mit der wir Soziologinnen uns jetzt auseinandersetzen. Das heißt, es hat sich hier etwas verschoben, auch in der Beziehung sozusagen einerseits zwischen dem Sozialen, dem Gesellschaftlichen und der Natur, gerade auch was die Haltung der Naturwissenschaften selbst betrifft. Denn die Naturwissenschaften versuchen mit Hilfe ihrer Untersuchungen und Daten ja uns die entsprechenden Informationen zu liefern, die vielleicht dazu führen könnten, dass das Anthropozän ein möglichst kurzes Zeitalter wird. Diese Transformation also interessierten mich. Und zugleich stellt sich nun die Frage, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, inwiefern diese Herausforderungen sich auf ganz bestimmte Bereiche von Mensch-Natur-Beziehungen vielleicht auch einkreisen lassen. Denn ansonsten fühlt man sich ja auch so ein bisschen überwältigt. Es geht um planetarische Grenzen und planetarische Herausforderungen. Das kann man ja in einem einzigen Leben kaum angehen. Also guckt man eben, dass man sich einen bestimmten Bereich heraussucht. Und die Meereswissenschaften sind eben in dem Zusammenhang eine sehr, sehr spannende Konfiguration, weil, wie gesagt, das Meer ja so relevant ist für unser aller Leben. Dass das Meer so wichtig ist, ist natürlich überhaupt keine neue Erkenntnis. Beispielsweise hat die berühmte Biologin Rachel Carson, die das Buch Stummer Frühling bereits in den 50er Jahren veröffentlicht hat und ein wenig als die Mutter der ökologischen Bewegung gilt, sich auch als Meeresforscherin einen Namen gemacht und in ihrem bekannten Werk The Sea Around Us 1960 Folgendes zum Meer gesagt. It is a curious situation that the sea, from which life first arose, should now be threatened by the activities of one form of that life, also dem Menschen. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist. The threat is rather to life itself. Carson möchte also damit sagen, wenn wir die Ozeane zunehmend gefährden, dann hacken wir uns quasi selbst ein Bein ab, um es jetzt etwas einfacher auszudrücken. Meereswissenschaften und die Untersuchung des Meeres haben eine äußerst lange Tradition und natürlich auch eine schillernde Geschichte. Man könnte ganze Kulturstudien darüber unternehmen, welche Rolle das Meer eben in der Kultur, in der Kunst, in der Literatur und eben natürlich auch in der Wissenschaft gespielt hat. Ich möchte mich hier auf einige zentrale Punkte beschränken. Das Meer, wie ich bereits sagte, ist die Grundlage allen Lebens. Es ist ein Lebensraum für menschliche und nichtmenschliche Lebewesen. Es ist ein Wirtschaftsraum. Über das Meer werden die hauptsächlichen globalen Wirtschaftsbeziehungen organisiert. Es ist ein geopolitischer, umkämpfter Raum. Das sehen wir immer an der Flüchtlingsthematik, beispielsweise in Südeuropa. Das Meer bietet zugleich eine Infrastruktur, denn es dient sozusagen in Anführungsstrichen ja auch uns Menschen als eine als Grundlage, um Beziehungen zwischen Kontinenten herzustellen oder eben auch zu kappen. Und es ist eben ein immenses Forschungsgebiet. Auf dieser Grafik können Sie sich einen groben Eindruck davon verschaffen, in welchen Formen das Meer untersucht wird, die Ozeanographie, die beispielsweise die verschiedenen Dynamiken eben in bestimmten Meeresabschnitten abmisst. Dann natürlich die Zusammensetzung der Meere selbst, die organische Zusammensetzung, die Veränderung durch den Klimawandel, die Erhitzung der Ozeane, die Migration von Spezies, die durch den Klimawandel immer mehr in den Norden abwandern und dadurch auch Ökosysteme grundlegend transformieren und so weiter und so weiter. Das Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main hat ja zum Thema Meer jetzt auch eine Dauerausstellung kürzlich erst eröffnet, gemeinsam mit dem Marum Kiel. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch von hier ein interessanter Ausflug sein könnte. Die Gefährdung der Weltmeere ist aber eben auch ein großes Thema und man braucht nur mal durch das Fernsehprogramm zu seppen, was vielleicht gar nicht mehr so viele machen, aber ich mache das immer noch. Und da gab es ja jetzt auch gerade eine ganz schöne Serie zur Entwicklung der Meere. Schon rein optisch guckt man sich das ja schon immer ganz gerne an, aber natürlich ist das Meer eben leider auch extrem bedroht.
So forderten die Pazifikinselstaaten 2022 Hilfe durch den Internationalen Gerichtshof aufgrund steigenden Meeresspiegel und sie haben Staaten zu strengeren Klimaschutzregeln aufgefordert. Sehr sprechend dafür ist eben hier das Bild des Abgeordneten, der sich also direkt ins Wasser gestellt hat, um das auch zu veranschaulichen. Das zunehmende Auftreten von bestimmten Algensorten sorgt dafür, zum Beispiel in Mexiko und in anderen Regionen der Welt, dass dort eben nicht mehr die Meere nicht mehr genutzt werden können. Auch der Tourismus hat dadurch große Einbrüche. Die Problematik der Korallen ist Ihnen sicherlich auch mehr als bekannt, nicht nur im Great Barrier Reef, sondern auch in vielen anderen Teilen der Erde. Und die immense Ansammlung von Plastikmüll und Mikroplastik, die eben auch sehr, sehr lange, sehr weitreichende Konsequenzen für Menschen und Tiere und Organismen im Meer hat. Aufgrund dieser Gefährdungslage haben die Vereinten Nationen 2021 die United Nations Ocean Decade ausgerufen. Mit dieser Dekade soll bewirkt werden, zum einen eine höhere Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit für die Belange der Ozeane, und es wurden von verschiedene Förderlinien aufgelegt, also die Forschung im Bereich des Meeresschutzes unterstützen sollen. Und unter diesen Forschungslinien wird immer sehr stark betont, dass die reine naturwissenschaftliche Untersuchung der Meere nicht mehr ausreiche, sondern dass man eben eine interdisziplinäre Perspektive hier stark machen muss, um eben mehr Menschbeziehungen zu untersuchen, zu reflektieren und nach Möglichkeit eben auch Lösungsansätze zu bieten. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen illustrieren, dass insbesondere in Deutschland, in allen größeren europäischen Ländern, gibt es größere Zusammenschlüsse der Meeresforschung, und wir haben in Deutschland mehrere, aber vor allen Dingen einen zentralen, das ist das Konsortium Deutsche Meeresforschung. Sie sehen das Logo hier ganz links. In diesem Konsortium sind alle führenden deutschen Meeresinstitute vertreten. Sie schließen sich zusammen innerhalb dieses Konsortiums zu bestimmten Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Ozeanbeobachtung oder geologische Prozesse in der Tiefsee, und haben sich eben auch, wie Sie hier rechts sehen können, zum Thema Ozeandekade setzen sich eben zusammen und überlegen, wie können wir uns zu dieser Dekade verhalten. Es gibt innerhalb des Konsortiums auch ein sogenanntes Zukunftsforum. Ich bin dort auch Mitglied. Zukunftsforum Ozean, das ist so eine Art Think Tank der Meeresforschung, wo man eben überlegt, was sollen denn die größeren Linien sein, wenn wir an die Zukunft denken, was soll in 20 Jahren passiert sein, damit die Mensch-Meeres-Beziehungen nachhaltiger werden. Dieses Konsortium hat verschiedene Strategiegruppen, darauf habe ich gerade hingewiesen, und es gibt eben seit einiger Zeit, nämlich seit 2013, nun auch eine Strategiegruppe Marine, Sozial- und Kulturwissenschaften. Das ist ein relatives Novum, wenn man nun die lange, lange, lange Tradition und Geschichte der naturwissenschaftlichen Meeresforschung dem gegenüberstellt. In den marinen, sozialen Kulturwissenschaften haben wir unterschiedliche entsprechende Disziplinen versammelt. Es sind dort Politikwissenschaftler, Historiker, Anthropologen, Soziologinnen und so weiter. Ich bin Co-Sprecherin dieser Strategiegruppe mit zwei Kolleginnen, und mit dieser Strategiegruppe versuchen wir eben entsprechende Beiträge zu entwickeln, gemeinsam auch mit den Naturwissenschaften, um entsprechende Lösungsansätze auch innerhalb der Ozeandekade voranzutreiben. Sie sehen hier einen Screenshot von dem Manifesto for the Marine Social Sciences, das 2020 veröffentlicht wurde von zwei Kollegen aus den Niederlanden. Und wir haben also hier auch eine ganz interessante internationale neue Bewegung, die wir beobachten können, wo also sich Marine Social Sciences als ein neues Forschungskonglomerat etabliert hat, das sich auch regelmäßig trifft und austauscht mit eigenen Zeitschriften und so weiter.
Innerhalb der Marine Social Sciences gibt es so ein bisschen zwei Tendenzen, könnte man sagen. Es gibt einerseits diejenigen, die sehr stark sozial- und kulturwissenschaftlich auf das Meer gucken. Und dann gibt es die anderen, die eher versuchen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften zu stärken. Und ich gehöre, wie Sie sich vorstellen kann, eher zu der zweiten Gruppe. Innerhalb dessen gibt es also verschiedene Bestrebungen, das Ganze weiter auszubauen. Und wir organisieren zum Beispiel jetzt gerade gefördert durch die VW-Stiftung einen Scoping-Workshop zum Thema interdisziplinäre Meereszusammenarbeit jetzt in 3 Wochen. Ja, man kann also sagen, diese Transformation von Meer-Mensch-Beziehungen, die ich jetzt am Beispiel der Wissenschaften vor allen Dingen erläutert habe, aber auch ein bisschen anhand der Transformation, wie sie sich eben durch Klimawandel und Artensterben manifestieren, stellt einerseits die Naturwissenschaften vor die Herausforderung, sich anders als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren mit Gesellschaft zu konfrontieren und mit den Auswirkungen menschlichen Handelns auseinanderzusetzen, sozusagen mit den anthropogenen Einträgen in das Meer und in die Ozeane. Und auf der anderen Seite der Sozialwissenschaften, die ja auch diese Vorlesung jetzt zeigt, haben wir eine immer stärkere Auseinandersetzung mit Natur als ein Faktor gesellschaftlicher Prozesse, der unhintergehbar ist. In meiner Auseinandersetzung mit pragmatistischen Konzepten nenne ich diese Form von Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften heterogene Kooperationen. Warum ich die Heterogenität sozusagen in den Vordergrund stelle, hängt damit zusammen, dass Kooperation ja sehr häufig als so etwas, etwas Einfaches dargestellt werden. Also man sagt, ja, wir können ja mal versuchen, eine Kooperationsbeziehung aufzubauen und dann tauscht man sich so ein bisschen aus oder man sitzt vielleicht auch noch in gemeinsamen Gremien zusammen. Aber sehr häufig geschieht das nur auf dem Papier und es gibt nicht wirklich intrinsische Motive, um diese Kooperation inhaltlich voranzutreiben. Eine ganz große Herausforderung in der Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften aus unserer Sicht, aber auch umgekehrt, ist, dass wir nicht nur sehr unterschiedliche disziplinäre Hintergründe haben, sondern dass wir vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Methodenansätze verfolgen und damit einhergehend auch durchaus unterschiedliche Arten und Weisen, Dynamiken und Prozesse in den Blick zu nehmen. Wie kriegt man das nun zusammen? Das ist natürlich hochkomplex. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist eben über Wissenschaftsforschung, über die ich Ihnen gleich noch etwas mehr berichten werde. Bevor ich das mache, möchte ich aber noch einen kleinen Einschub machen und Ihnen einen ganz kurzen Einblick in meine analytischen Hintergründe geben. Ich werde, wie gesagt, keinen großen Theorievortrag jetzt hier halten, aber doch ein bisschen mehr zu dem, warum aus meiner Sicht Kooperationen an sich ein wichtiges Thema sind vor dem Hintergrund des Anthropozän. Ich beziehe mich hier auf eine Diskussion zwischen dem US-amerikanischen Philosophen John Dewey und dem ebenfalls US-amerikanischen Publizisten Walter Lippmann, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stattgefunden hat. Für John Dewey, der als einer der Begründer des Pragmatismus in den USA gilt, zusammen mit weiteren Kollegen, ging es darum, insbesondere in seinem Werk The Public and Its Problems, darüber nachzudenken, was eigentlich eine Gesellschaft, die sich am Anfang der Moderne befindet, also nicht am Anfang der Moderne, aber am Anfang einer noch relativ jungen Demokratie in den USA befindet, wie diese Gesellschaft mit den hohen Komplexitätsanforderungen, die diese neuen Prozesse den Menschen sozusagen stellen, also Industrialisierung, beschleunigte Lebensweise, Vervielfältigung kultureller Angebote, Verschärfung sozialer Ungleichheiten, also ganz viele Dinge, die da gleichzeitig passiert sind. Wie kann eine Gesellschaft mit diesen starken Herausforderungen so umgehen, dass sie darauf sozusagen demokratische Antworten gibt? Das war die Frage, die sich Dewey gestellt hat. Walter Lippmann wiederum hat sich eine ähnliche Frage gestellt und beide haben sich um das Problem gekreist, welche Rolle könnte da die Öffentlichkeit spielen? Also im Grunde genommen das, was wir jetzt hier ja auch ein bisschen haben mit dieser Vorlesungsreihe.
Sie hatten etwas unterschiedliche Meinungen oder Haltungen dazu. Zum einen kann man sagen, dass aus Sicht John Deweys, dem Pragmatisten, es ganz zentral ist, dass Erfahrung ein Wert ist, der nicht zu unterschätzen ist, wenn es um die Frage der Kooperation und der Demokratie geht. Sprich, Erfahrungswelten können extrem unterschiedlich sein und in modern verfassten Gesellschaften sind sie unterschiedlich, weil wir es eben mit strukturell ungleichen Gesellschaften zu tun haben. Das heißt, wenn Erfahrungen bestimmter struktureller Umwelten nicht ernst genommen und für sozusagen, wenn diese Erfahrungen nicht intensiv reflektiert werden, dann wird es schwierig, eine Demokratie auf gutem Boden zu bauen. Dann kann man sich viele Gedanken machen über tolle Konzepte und über Ideologien oder über politische Einstellungen. Aber am Ende ist es, so Dewey, sehr wichtig, diese Erfahrungsperspektive mit einzubeziehen. Zugleich meinte Dewey, Erfahrung alleine reicht natürlich nicht, sondern wir brauchen auch Menschen, die Expertise in bestimmten Gebieten haben, die sich besonders gut auskennen. Das müssen nicht nur Akademiker sein, das können auch Techniker sein, Ingenieure sein, Menschen, die in Verwaltungen arbeiten, die in unterschiedlichsten Gebieten der Gesellschaft aktiv sind, aber die in diesen Gebieten eben Expertise haben. Und diese Verbindung von Expertise und Erfahrung, so Dewey, sei wichtig, um demokratische Prozesse gut zu steuern. Aus der Sicht von Lippmann wiederum, Lippmann war der Meinung, das ist ja eine schöne Idee, aber wir brauchen eigentlich eher so etwas wie eine Expertokratie, weil die Menschen einfach überfordert sind mit all den Anforderungen, die eben die moderne Gesellschaft ihnen anheimstellt. Also wir brauchen eigentlich Leute, die sich in diesen verschiedenen Teilgebieten sehr gut auskennen und die dann letztendlich diese Informationen so verarbeiten und aufbereiten, dass sie dann am Ende, dass sie irgendwie handhabbar bleiben. Und über diese beiden Positionen konnten sich die beiden nicht so richtig einig werden. Deswegen ist es tatsächlich, es ist eine alte Kontroverse, aber ich finde sie immer noch sehr aktuell, wenn wir uns die heutige Situation anschauen. Aus der Perspektive von John Dewey waren es wiederum die Naturwissenschaften, die seiner Meinung nach ein Modell für die konstruktive Verarbeitung von Ungewissheit sein könnten. Das klingt jetzt etwas abstrakt, was ist damit gemeint? Die Naturwissenschaften, überhaupt alle Wissenschaften, leben ja davon, dass sie bestimmte Fragen bearbeiten. Forschung ist ja nichts anderes, als Fragen zu entwickeln und Fragen strukturiert und sinnvoll zu beantworten. Ungewissheit ist also erstmal nichts Schlechtes aus der Perspektive von Dewey, sondern eher ein Ansporn, um eben zu reflektieren, nachzudenken und sich auf den Weg zu machen, um Konzepte zu entwickeln, die eben zu ihrer Lösung beitragen. Ungewissheit wird aber in modernen Gesellschaften häufig als ein Problem wahrgenommen. Und das haben wir auch gerade in der Pandemie sehr schön beobachten können, wie stark die Kontroversen darum gingen, eigentlich um die Frage, wir haben keine Gewissheit, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und daran können sich ja auch schon sehr starke Kontroversen entzünden. Dewey meinte, dass man eine Analogie herstellen könnte zwischen wissenschaftlicher und gesellschaftlichen Reflexionsweisen. Also das ist dann das, was Dewey als Experimentalismus beschrieben hat. Wir sind in einer bestimmten Krisensituation und wir sind gezwungen, uns irgendwie dazu zu verhalten. Was machen wir? Wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir wissen nicht immer, ob es die richtigen sind. Wir probieren Verschiedenes aus, solange bis wir hoffentlich einen Weg gefunden haben, der nicht nur uns persönlich oder individuell weiterhilft, sondern möglichst auch der ganzen Gesellschaft. Also dieses Trial-and-Error-Konzept ist in dem Sinne etwas, was auch aus dem wissenschaftlichen Experiment bekannt ist und was man dann, so Dewey, durchaus auch auf gesellschaftliche Prozesse übersetzen kann, auch um dem Ganzen so ein bisschen die Luft rauszunehmen, also die Emotionalisierung, die Affekte und all das, was ja häufig und gerade heute oft so sehr im Zentrum steht.
Dewey plädierte deswegen für einen, was wie er es nannte, demokratischen Experimentalismus statt Expertokratie. Wir können ja vielleicht nachher noch darüber diskutieren, wie Sie das sehen als Öffentlichkeit. Aber ich würde erst mal sagen, dieses experimentelle Verfahren hat mir auf jeden Fall geholfen, um naturwissenschaftliche Prozesse und Denkweisen nicht nur als rein naturwissenschaftliche zu betrachten, sondern durchaus auch als eine Folie zu nehmen dafür, wie allgemeinere Herausforderungen möglicherweise reflektiert werden könnten. Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass mit Dewey gedacht und mit anderen Pragmatistinnen kombiniert, dass es bei der Kombination aus Natur und Gesellschaft oder bei ihrer Versöhnung, sagen wir mal so, denn diese beiden Einheiten oder Objekte waren ja sehr lange getrennt betrachtet worden, auch von uns in den Wissenschaften, könnte darüber gut stattfinden, indem plurale Expertisen und Erfahrungen integriert werden. Dann kommt natürlich die große Frage, wie macht man das? Das klingt ja erstmal ganz schön, aber was heißt das in der Praxis? Dazu möchte ich Ihnen jetzt einen Einblick geben. Sven hat schon davon gesprochen, dass ich als Wissenschaftsforscherin 2011 bis 2012 am Pariser Naturkundemuseum geforscht habe. Ich hatte dort ein Projekt eingeworben und meine damalige Frage beschäftigte sich damit, wie eigentlich die ökologische Krise sich auf die Naturwissenschaften auswirkt. Also in der Zeit hatten die Sozialwissenschaften gerade angefangen, sich stärker mit Naturbelangen auseinanderzusetzen. Bestimmte waren weiter als andere. So ganz en vogue wie heute war das Thema damals noch nicht. Aber relativ wenig haben sich damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich diese ökologisch fundamentale Krise für diejenigen, die sich seit Jahrhunderten mit der Natur beschäftigen, also mit den Experten, also für die Expertinnen. Und eine Hypothese, die mich getrieben hatte, war im Grunde zu sagen, okay, das muss irgendwas mit ihnen machen. Also das kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre Forschung genauso betreiben, wie sie es immer gemacht haben, weil sie ja mit ihren Daten auch immer letztlich gesellschaftliche Prozesse auch mit beeinflussen. Ich bin dann über viele Umwege, wie das bei der Ethnographie so ist, in einem Labor gelandet, muss man tatsächlich sagen, das sich mit der marinen Taxonomie von Invertebralen beschäftigt hat. Invertebralen sind diejenigen, die keine Knochen haben, also Weichtiere, ganz kleine Weichtiere, so etwas wie Schwämme, Muscheln und so weiter, die im Meer, die eine wichtige Funktion für das Ökosystem im Meer haben. Und dieses Labor wurde hat eine lange Tradition gehabt darin, viele Expeditionen nach Übersee zu organisieren, um eben diese Vielfalt zu erheben der Arten, letztlich eine Art Assessment zu machen, die Biodiversitätsraten zu erheben, zu vergleichen in verschiedenen Weltregionen, um daran eben auch den Zustand der Biodiversität und der Meere insgesamt abzulesen. Mir war also klar, nach einiger Zeit Feldforschung bzw. Laborforschung, wo ich erstmal versucht habe zu verstehen, wie arbeiten die eigentlich, was sind ihre Herausforderungen, wie gehen sie vor, was sind ihre Methoden und so weiter, dass ich sie auch mal auf einer Expedition begleiten muss, weil das einfach ein zentraler Bestandteil dieser Art von Forschung ist. Und diese Expedition, die Sie jetzt hier, also wo Sie jetzt hier einige Informationen sehen, nach Papua-Neuguinea fand im Rahmen einer größeren Kampagne statt, die das Labor bereits seit 2006 unternommen hatte, an verschiedenen Orten der Welt, unter anderem auch in Neukaledonien, in Madagaskar, in Vanuatu. Und diese Expedition allerdings hier nach Papua-Neuguinea war die größte Expedition, an der haben über 200 Personen teilgenommen, davon ungefähr die Hälfte terrestrische Forscherinnen, die sich also mit den terrestrischen Gegebenheiten dieser Region auseinandergesetzt haben und die Hälfte marine Biologen. Auf dieser Seite rechts sehen Sie die Grafik in mehreren Farben. Sie sehen hier unten Australien, hier ist Papua-Neuguinea. Und Sie sehen an der roten Zone, das sollte angeben, dass es in dieser Region, eine sehr hohe Biodiversitätsrate zu erwarten ist. Und je mehr es sich dann abschwächt, sollte die Rate ungefähr geringer sein.
Papua-Neuguinea ist ein Land, das viele Jahre wenig beforscht wurde, mit dem Argument, dass die Infrastruktur dort eben keine moderne sei, dass es dort schwieriger sei zu forschen und so weiter. Und somit war auch in diesem Sinne diese Expedition, hatte für sehr viel Medienrummel gesorgt, auch in Paris beziehungsweise in Frankreich, wurde auch verfolgt quasi regelmäßig über das Netz und ja, war eine relativ große Sache sozusagen. Ich war die einzige Soziologin, die dabei war und das war für mich auf jeden Fall eine unglaublich prägende Erfahrung, warum ich auch ein bisschen ausführlicher davon spreche, denn Sie sehen ja da hinten links das Logo unseres jetzigen Projektes, das Fields-Projekt. Diese Expedition legte sozusagen die Grundlage dafür, für den methodischen Zugriff, den wir dann für das Projekt gewählt haben. Denn ich konnte während der Expedition beobachten, dass für die Taxonomen, die an der Küste von Madang ihre Untersuchungen unternahmen, mit sehr ähnlichen Herausforderungen zu tun haben, wie ich es aus der ethnografischen Feldforschung kenne. Also zum Beispiel die Frage nach dem Feldzugang, die so zentral ist und die letztlich definiert, wo überhaupt sozialwissenschaftliche Forschung stattfinden kann. In der Soziologie haben wir beispielsweise ziemlich wenig Studien über kriminelle Banden oder Gruppen. Warum? Weil wir keine Zugänge haben, weil es schwierig ist, mit diesen Menschen zu sprechen. Wir haben aber vielleicht einen überbordenden Forschungsstand in anderen Gebieten, weil die Zugänge da einfach viel leichter sind. Also die Frage des Zugangs bestimmt und definiert natürlich schon den Forschungsgegenstand. Dann aber auch die Frage, die Herausforderungen, die sich in Feldforschung immer ergeben, die ganz viel damit zu tun haben, dass man sich anpassen muss und sehr flexibel sein muss. Denn wenn man in ein Gebiet kommt, das man kaum kennt, und das ist eigentlich die Idee der Feldforschung, dann erwarten einen dort immer die unglaublichsten Dinge, die man einfach nicht antizipieren kann. Und das ist aber auch gut so, denn wie Marilyn Strathern, eine britische Anthropologin, gesagt hat, ist Feldforschung eine Vorrichtung, um Dinge zu finden, nach denen man nicht gesucht hat. Das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen seltsam, aber es ist insofern wissenschaftlich von hohem Belang, weil je stärker wir mit Hypothesen arbeiten, desto mehr grenzen wir natürlich auch unsere Fragestellung ein und haben dadurch weniger Chancen, eben Dinge zu sehen, die wir auch aus unserer soziologischen Brille gar nicht voraussehen können. Deswegen ist Ethnographie eine ganz wichtige Komponente auch sozialwissenschaftlicher Forschung. Für die Biologen wiederum gehört Feldforschung zum Alltag. Feldforschung ist sozusagen die Grundlage für sie, denn ohne Feldforschung können sie keine Informationen aus der Natur bekommen. Und sie haben dort eben auch entsprechende unterschiedliche Herangehensweisen. Manchmal gehen sie explorativ vor, das heißt eher in dem Sinn, wie ich es gerade beschrieben habe. Man sagt, man schätzt eben, da könnte eine hohe Biodiversitätsrate sein. Wir gehen jetzt mal hin und gucken, ob das stimmt. Und dann stellt man vielleicht fest, ach, die ist gar nicht so hoch, die Biodiversitätsrate. Das war nämlich zum Beispiel der Fall jetzt in Papua-Neuguinea. In anderen Fällen geht es eher um ein Monitoring, wie zum Beispiel Messung von Wasserqualität oder ähnliches. Da hat man nicht so viel Überraschung, weil regelmäßige Messungen natürlich auch Feldforschung sind, aber letztlich nicht, weil sie regelmäßig stattfinden, auch weniger Neues bringen, sondern da geht es eher darum, wie gesagt, eine bestimmte Qualitätssicherung zu gewährleisten. Historisch ist das Feld und Feldforschung eben, kommt tatsächlich aus der Biologie und ist dann irgendwann in die Anthropologie sozusagen hinein meandert und von dort auch in die Soziologie gekommen. Auch darüber könnte man eine längere Geschichte schreiben, die sehr interessant ist. Aber heute betreiben wir getrennte Feldforschung, obwohl wir uns häufig mit sozialökologischen Wechselwirkungen beschäftigen. Und das Ziel des Projektes besteht eben darin, also dieses Fields-Projektes, mit einem interdisziplinären Feldkonzept, das erst noch entwickelt werden muss, eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit auf bessere methodische Füße zu stellen.
In dem Projekt werden wir uns oder schauen wir uns unterschiedliche Dinge an. Sie sehen hier auf der Weltkarte die Zonen, die wir bisher oder die wir noch planen, uns anzuschauen. Das Projekt hat 2022 begonnen und geht noch bis März 2025. Und ja, also ein Teil war eben Papua-Neuguinea. Neukaledonien stand noch an. Das ist im Moment offen, ob wir das fortsetzen. Ich bin mit zwei Mitarbeiterinnen in diesem Projekt. Und ansonsten sind wir eben jetzt vor allem auch in Europa unterwegs, also Nordseeküste, Atlantikküste und ja, genau, das sind jetzt im Moment so die Gebiete, die wir uns angucken, beziehungsweise wir begleiten Forscherinnen, Naturwissenschaftlerinnen, eben vor allem Naturwissenschaftlerinnen auf ihren Exkursionen und versuchen, ihren Feldbegriff, ihre Feldkonzepte zu verstehen. Vielleicht wundern Sie sich, ich rede von Meeresforschung und dann rede ich von Feldforschung. Das ist natürlich auch eine Frage, die immer mal kommt. Das Feld ist doch nicht das Meer und das Meer ist kein Feld. Wie geht das eigentlich? Als ich den Antrag gestellt hatte, habe ich das ganz bewusst so gemacht, denn die Meereswissenschaftler sprechen tatsächlich von Feldforschung. Und zwar in allen Sprachen derer, mit denen wir da zu tun haben. Also die Franzosen sagen faire du terrain. Sie sprechen vom Territorium oder vom Terrain eben. Die Deutschen sprechen eben von Feldforschung, Exkursion und auch die englischsprachige Community sagt going into the field, fieldwork, doing fieldwork. Im Laufe des Projekts wird es natürlich noch spannend zu sehen sein, inwiefern dieser Feldbegriff denn trotzdem unter den fluiden Bedingungen des Meeres vielleicht auch zu überdenken wäre. Das wäre nochmal eine eigene Diskussion. Ja, noch ein paar Anmerkungen zu der Frage der Vergleichbarkeit sozialwissenschaftlicher und meereswissenschaftlicher Feldforschung. Ich habe hier geschrieben von der Beobachtung zur Kollaboration. Das gehört eben auch dazu. In der Debatte um Wissenschaftsforschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Sozialwissenschaften, vor allen Dingen der Science and Technology Studies, immer stärker ein eher kollaborativer Ansatz durchgesetzt. Das heißt, wir beobachten zwar, aber wir beobachten auch immer mit der Fragestellung, wie könnten wir das, was wir sehen bei den anderen Wissenschaftlerinnen und was wir auch ansonsten an ökologischen, sozialökologischen Dynamiken beobachten, wie können wir das kollaborativ nutzen für die Zusammenarbeit? Und dazu müsste man natürlich einige Gemeinsamkeiten noch aufzählen. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, in dem Projekt nehmen wir dann natürlich auch die eigene Wissenschaftsfamilie mit in den Blick, denn für einen Vergleich brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Parameter auf unserer Seite. Feldforschung ist eine erfahrungsbasierte Wissenspraxis und Sie sehen, jetzt kommt der Erfahrungsbegriff hier wieder rein, den ich eben schon erläutert habe anhand von der Diskussion zwischen John Dewey und Walter Lippmann. Eine erfahrungsbasierte Wissenspraxis, das können wir auch in unseren empirischen Arbeiten sehr gut beobachten, dass sehr viel von dem, was uns die Wissenschaftlerinnen vermitteln und was wir auch selbst aus der Ethnographie wissen, dass vieles von dem, was da passiert, nicht versprachlicht unbedingt stattfindet, sondern über Praktiken, die durch Routinen und durch verinnerlichtes Wissen sich manifestieren. Also Erfahrung spielt hier eine ganz große Rolle auch für Erkenntnis, für die Frage von Erkenntnis. Feldforschung ist eine basiert auf jeden Fall in den Naturwissenschaften, zum Teil auch in den Sozialwissenschaften auf räumlicher, struktureller und epistemischen Kartierung. Epistemisch heißt erkenntnistheoretisch. Das ist dann in der Wissenschaftsforschung für uns immer ein ganz wichtiger Begriff. Feldforschung gerade in den Meereswissenschaften, theoretisch auch in den Sozialwissenschaften, das ist leider gegenwärtig nur noch selten der Fall, hat die Möglichkeit, und das ist bei Expeditionen auch immer der Fall, weil Expeditionen unglaublich teuer sind, das können Sie sich vorstellen, also so ein Forschungsschiff in die Weltmeere zu schicken und die ganzen Instrumente, die Messgeräte und all das ganze Equipment plus die Forscher selbst zu bezahlen und zu finanzieren, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand,
Und das macht man nicht, um irgendwie eine kleine Spezialfrage zu klären, sondern da holt man sich möglichst viele Disziplinen an Bord, die dann eben in einer bestimmten Region zum Beispiel bestimmte Fragestellungen aus unterschiedlichen Disziplinen heraus beantworten. Und theoretisch ist das auch in der klassischen sozialwissenschaftlichen Feldforschung möglich, beziehungsweise in Teilen wurde das auch zumindest in der historischen US-amerikanischen Anthropologie tatsächlich propagiert, also dass man auch quantitative Methoden mit einbezieht, dass man Statistiken mit einbezieht und eben verschiedene Methoden mit einbezieht bei der Feldforschung. Ja, und schließlich, das habe ich im Grunde jetzt damit schon gesagt, also Exploration und Methodenpluralismus ist hier ein ganz wichtiger Motor auch, um Feldforschung zu betreiben. Bisher sind wir jetzt, wie gesagt, wir haben das erste Jahr jetzt rum und wir haben eine kleine Zwischenbilanz gemacht in Bezug auf Meeresfeldforschung, die wir jetzt hier in dieser Grafik einmal kondensiert haben, um letztlich eine Basis auch des Vergleiches dann zu gewinnen für die sozialwissenschaftliche Feldforschung. Und einiges davon habe ich gerade schon genannt. Also Meeresfeldforschung ist grundsätzlich integrativ. Sie muss integrativ sein. Sie basiert auf Wissensinfrastrukturen. Das heißt, haben wir Expeditionen oder auch Forschung an Feldstationen oder eben auch nur Exkursionen. Dann geht es immer darum, bei der Auseinandersetzung oder bei dem Generieren von Wissen über den Zustand der Ozeane werden natürlich auch ganz konkrete materielle Infrastrukturen genutzt und auch immer weiterentwickelt. Materialitäten, das ist das Stichwort, sind also ganz zentral. Sie steuern dazu bei, dass diese Erkenntnisse überhaupt möglich sind durch eben bestimmte Messgeräte, durch verschiedene Substanzen und so weiter. Und ein wichtiger Punkt, der uns auch in einer Umfrage, wir haben eine Umfrage unter Meereswissenschaftlern durchgeführt und gefragt, was ist meereswissenschaftliche Feldforschung für Sie? Daraus ergab sich eben auch immer wieder die Betonung des in situ, wird das genannt, also in der Situation an diesem Ort zu sein. Das Dasein ist ganz zentral, gerade immer im Vergleich oder in Abgrenzung zur Laborarbeit oder auch Büroarbeit, die ja auch bei Naturwissenschaftlerinnen inzwischen einen großen Anteil einnimmt. Ich sehe, ich bin schon bei über einer Stunde. Jetzt muss ich doch mal schauen, dass ich ein bisschen kürze oder straffe. Sie sehen jetzt hier das Bild von der Station, von der ich Ihnen gerade schon berichtet habe, an der ich gerade meine Forschung durchgeführt habe, die Station Marine in Concarneau, die sich eben mit diesen Themen beschäftigt, die Sie hier aufgeführt sehen. Und warum hat mich eine Station interessiert oder überhaupt Station? Zum einen wollen wir ein breiteres Bild gewinnen. Neben Expedition und Laborforschung sind naturwissenschaftliche Stationen deswegen so interessant, weil sie sozusagen die Verbindung herstellen zwischen dem Terrain, das direkt vor der Haustür liegt, und dem Labor. Also diese Lab-Field-Border sozusagen, die Laborfeldgrenze, wird mit den Stationen quasi ganz konkret realisiert und zugleich auch überwunden. Andererseits sind Feldstationen wie zum Beispiel diese, aber auch viele andere, die es ja international gibt, auch immer verortet. Sie sind eben situiert, sie finden sich in bestimmten Regionen, in bestimmten Orten oder auch Städten und sie stellen daher schon per se aufgrund ihrer materialen Gegebenheit Beziehungen her zur sie umgebenden Gesellschaft. Und hier hat mich eben in meiner jetzigen Forschung besonders interessiert, wie diese Station das eigentlich macht. Und ich konnte dabei einige äußerst spannende Formen von Kooperationen herausarbeiten, die ich auch nicht unbedingt vorhergesehen habe. Also Sie sehen hier einige Fotos meiner Feldforschung. Beispielsweise das Boot hier links, das ist ein Boot von der französischen vom französischen Küstenschutz, dem SNSM, der sich eben, der einfach Menschen rettet, die im Meer irgendwie in Gefahr geraten. Und mit diesem Küstenschutz beispielsweise arbeitet ein Teil der Stationsforschung ganz eng zusammen, weil sie nämlich keine eigenen Flotten haben.
Also es gibt keine Forschungsflotten an der Station und sie sind somit angewiesen auf solche Akteure. Oder das Bild daneben rechts ist ein Foto von aus dem örtlichen Fischmarkt. Da habe ich eine Kooperation beobachtet zwischen den Angehörigen des örtlichen Fischereikomitees, und sie haben an dem ersten Foto, wenn Sie sich noch erinnern, an die brennende Barrikade gesehen, wie relevant diese Organisationen auch politisch sind in Frankreich und in der Bretagne. Und in diesem Projekt, das ein Angehöriger der Station gerade durchführt, geht es um die Invasion ist übertrieben, aber das starke Aufkommen von Tintenfischen, die jetzt die beliebten Coquilles Saint-Jacques, also die Jakobsmuscheln, fressen und auch Fische. Und daher haben die Fischer selbst ein großes Interesse daran zu sehen, wie entwickeln sich diese Tintenfische, und arbeiten daher eben mit zum Beispiel mit den Wissenschaftlerinnen zusammen. Und das Protokoll à la mer, was Sie hier unten sehen, ist wiederum ein haptisches, ein gegenständliches Resultat einer interessanten Kooperation zwischen verschiedenen Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen, um den Bestand der Algen an den Stränden der Bretagne zu erheben. Also man kann hier unterschiedliche Modi der Kooperation beobachten, die ich jetzt Ihnen einfach nur kurz nenne, und vielleicht greifen wir das dann noch auf. Die können modular, komplementär oder kollaborativ sein. Unter den ersten beiden Begriffen meine ich im Grunde so etwas wie eine Hand wäscht die andere. Wir geben dir ein Boot von unserer Flotte, dafür finanziert ihr unsere Flotte und wir können unsere Forschung machen. Also da geht es nicht darum, dass man sich zum Beispiel einig ist darüber, dass der Meeresschutz ganz wichtig ist oder sowas, sondern man hat einfach einen pragmatischen Grund, sich zusammenzutun. Kollaborativ ist dann etwas anderes. Da würde man dann anfangen, wirklich von unten gemeinsame Ziele zu entfalten, die einen dann zusammenführen für eine Zusammenarbeit. Und auch so etwas konnte ich dort beobachten. Wir Soziologinnen, wir machen gerne Typologien, und man könnte das dann noch weiter auffächern, wie sich also diese Modi der Kooperation noch genauer klassifizieren lassen, soziotechnisch, sozioräumlich oder sozioepistemisch, also in Bezug auf Wissensformen. Das sind einfach so ein paar ganz frische und erste Eindrücke, die ich jetzt aus meiner aktuellen Forschung mitbringe. Ich komme dann jetzt auch langsam zum Schluss. Aus diesen verschiedenen Schlaglichtern, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, leitet sich für mich ab, dass das Anthropozän bei allen Konflikten, die auch mit ihm einhergehen, eine Opportunitätsstruktur für die Integration von Expertise und Erfahrungswissen liefert. Aufgrund der Krise, in der wir uns gerade bewegen, sind wir sozusagen angehalten und teilweise auch eingeladen, Formen der Kooperation zu wählen, die wir möglicherweise oder die bestimmte Akteursgruppen, soziale Akteursgruppen, ohne diese Situation nicht eingehen würden. Nichtwissen fördert also häufig experimentelles Handeln, also dieses Probehandeln, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und wie gesagt, in diesem Sinne wäre dann ein experimentalistischer Zugriff mit den verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen, könnte auch die Verknüpfung von Demokratie und Methodenfrage mit sich bringen. In weiteren Schritten unseres Projektes und auch darüber hinaus möchte ich das Ganze noch stärker strukturieren und systematisieren in Richtung einer multisektionalen Professionalisierung solcher heterogenen Kooperationen. Das heißt, ich schreibe hier sektional und nicht disziplinär, weil es eben nicht nur um disziplinäre Zusammenarbeit geht, sondern auch um andere Formen von Expertise, die wichtig ist und gebraucht wird in diesem Zusammenhang. Die Konsequenzen für die Gesellschaftsanalyse lasse ich jetzt vielleicht entsprechend noch ein bisschen offen. Vielleicht ganz kurz gesagt, heterogene Kooperationen sind wichtig, nicht nur für die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern sie können eben auch einen inkludierenden Faktor oder Effekt haben, um Akteursgruppen einzubeziehen, die üblicherweise sich nicht unbedingt für die Belange von Naturthemen die sich damit nicht unbedingt in dieser Form auseinandersetzen.
Und in einem weiteren Schritt könnte man all dies vielleicht zu einer Soziologie des Meeres ausformulieren. Das ist ein Gedanke, den ich im Moment mit mir herumtrage. Und da bin ich eben auch noch am Schauen, was daraus vielleicht noch werden könnte. Und ich bedanke mich herzlich für Ihr geduldiges Zuhören.